Leute, jetzt fahren wir in unsere Spur hinein. Sie erreichen Ihr Ziel in 400 Metern. Scheiße, muss man schnell eine Minute stehen bleiben. Das gibt's ja, gell? Unsere Spur 5. Da müssen wir bis vorne hinfahren. Dann können wir uns anmelden, gell? Eine Urwald. Ah, jetzt schaut's cool aus draußen. Mit der Vierer. Ja, wir haben erst 8 Stunden 39 Minuten Ruhezeit. In 290 Metern biegen Sie links ab, danach biegen Sie rechts ab. Also, ich habe die volle Sicherheitsausrüstung, weil sonst gehst du noch einmal zurück drauf. Die nächste Gaudi da. Ja, und jetzt geht's hier aus. Dann. Auf geht's zum Anmelden. Da steht der Kutter. Wir müssen uns vor 8 Uhr noch anmelden. Zwischen 6 und 8 Uhr ist unser Termin. Jetzt brauchen wir einen neuen Termin. Dann haben wir jetzt da kann man die Schrottbretschler. In den Schrott ziehen. Ich mache den ganzen Weg wieder runter, wie das letzte Mal. Hopp, hopp. Da unten ist unsere Rezeption, wenn wir vorhin. Oh. So, 1 Grad. Nicht, dass wir drüber reden. Ist doch scheiße kalt. Drüber über die. Das ist natürlich heute auf Französisch, gell? Dann müssen wir rüber. So, jetzt sind wir zurück. Mit unserem Anfahrtsplan. Da habe ich natürlich nicht warten müssen. Da hat er die Zeit gehabt. Da bin ich sofort dran gekommen. Das ist noch nicht verhext. Aber naja. Was wird? Auf geht's, Bambi. So, jetzt waren wir auf der Waage. Alle 5. Schau her, das ist so. Für Leute, die nicht lesen können, die nur Kyrillisch lesen können, ist es violett. Fast einfach wie violett.
gemeinsam beladen und dann vor zur Rezeption zum Binden und Papiere abfertigen, dann auf die Waage und dann fahren wir noch Ding wieder zum Tanken, nach Ding, ja, was mir wieder nicht einfällt, wie das heißt. Traum aufs Wetter heute erwischt. Ja? Nichts in die Halle, zuerst müssen wir anmelden, okay? Und dann in die Halle. Links sind die wenigen. Ganz schön deppert mit den Dingen da. Raufgefahren, fertig. Ich geh mal fragen, was da los ist. Mit einem lustigen Helmchen da, bis ich das wieder aufhabte. Mit dem Bandel. So was Schmutz. Oh ja, wenn es nicht muss. Mal schauen. Lief man da wieder her, piefst du, mein Gott. Schon wieder zur Rezeption fahren. Ach, zur Waage. Hätte ich doch aussteigen müssen. Das weiß ich. Jetzt habe ich natürlich 4 Gewehr von mir auf der Waage. So geil. Normalerweise kommt man daher, geht runter, meldet sich an, geht wieder rauf, die Ampel schaltet auf grün, man fährt runter auf die Waage, die Ampel ist rot, man geht rein, holt sich noch was, das was ich mir jetzt da drauf gepickt habe, den Wachsviertel dann gleich, geht wieder zum LKW, fährt zur Ladestelle, fertig, kommt wieder zurück. Aber heute ja, habe ich mich angemeldet, bin wieder raufgegangen, die Ampel nicht auf grün geschaltet.
Ja. Dann ist der nächste Kollege gekommen und gesagt, du kannst bei Rot fahren. Dann war ich vorher bei Rot. Dann kam ich da auf die Waage runter, dann schalte ich die Waage auf Grün. Nach dem Wiegen denke ich mir, naja, passt. Meine Papiere habe ich alles gegeben, ist gut, fahre ich zur Ladestelle. Auf der Ladestelle sagen die, nein, du musst zurück auf die Waage. Du hast das vergessen. So, ja, super, ja. Normal bin ich eh immer ausgestiegen, aber naja, heute, okay. Und das Ganze natürlich in Französisch. Was ich da, ne? Ich muss nur mehr durchfahren, ich brauche nichts mehr wegen, nichts mehr. Ich brauche einfach wieder zurück zur Ladestelle. Weil das Tara-Gewicht, das Netter-Gewicht, hätte ich eben nicht jetzt mündlich durchsagen können, das wäre nicht gegangen. Ich lade nur 22 Tonnen. Aber ja, weißt du, das war so blöder. Jetzt aber nochmal. Und jetzt passt das, gell? Jetzt haben wir unsere Hölzer draufgelegt. Und jetzt fahren wir zur Ladestelle. Der Kollege ist noch dran. Der, was zuerst hinter mir war, der hat mich natürlich jetzt ausbremst, weil ich hier nochmal zurück musste auf die Waage, die Gescheite. Heute Nacht den Zug gesehen, gell? Den haben sie schon beladen, glaube ich, in der Nachtschicht. Wie mag ich kommen sein und das voll die ganze Kolonne kommen da so lange. So viel leere Waggons. Aber die vollen Rampen sehr gut. Da schmeißen sie das Klumper drauf und dann kannst du natürlich reinfahren, wenn sie weit sind. Hallo der Chef, wir werden probieren. Gehen wir mal schauen. Bonjour. Hallo. Sehr bon, sagt er. Passt ihm. Geht schon, der auf jeden Fall. Schauen, ob wir da nicht ein bisschen aufheben jetzt. Zusammenstehen. Ja, dann muss ich nicht ausgehen. So wie auf der Fähre nach Spanien. Also auf die Balearen. Da sind auch solche wilden Rampen dabei. Ja, da. Jetzt warten wir, bis wir da kommen. So, jetzt kommen aber wir dran. Jetzt kommen aber wir dran. Jetzt müssen wir uns auf die Seite stellen, weil da darfst du nicht in der Nähe vom LKW stehen. Bei der Beladung.
Jetzt laufen wir wieder alles runter. Super. Was für ein Scheiß. Haben wir aber geladen. Geladen und gesichert. Den ganzen Scheiß. So auf der Waage. Jetzt müssen wir auf die Papiere warten. Wird erst eins. Zeit genug, oder? Seht ihr? Dokumente haben wir gekriegt. Sehr gut. Niederklammert den Scheiß und fahren wir heim. Sollen wir erst noch tanken. Und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir endlich fertig. Von 8 bis um 1 am Freitag. Das wäre wahrscheinlich das Todeshotel für so ein paar Inlandsfahrer. Gute 1000 Kilometer von zu Hause weg und das ist was Nachmittag. Da fängt es euch damals lustig zu werden. Gibt da wieder Pkw auf, ich glaube, der muss fahren, ne? Ist logisch, ne? Ja. Mit dem Schwein lassen wir mal stehen bleiben. Das ist alles gerecht. Es ist alles richtig gerecht, ja, es passt alles richtig. Man kann sich nicht beschweren, es ist alles dabei. Ja, und da muss ich nur mal bremsen, das ist für die Zipfel. Das heißt, da mal die Ausfahrt nach, da. Falls die Fuß verzieht, aber. Dann haben sie gebrochen heute, den Ausziehbahn da unten bei mir beim Laden. Da ist einer verreckt oder was, keine Ahnung. Stahl in aller Herren, Länder verkaufen, aber kein Geld für die Zufahrt. Das ist schon gescheit, gell? Da haben wir geschlafen heute Nacht auf dem Hügel. Den Traum auf den Hügel. Da hat er eine schöne Farbe, he? Geiler Scheiß. Zum Schrot für ein so schönes Auto hernehmen. Jetzt haben wir eine ganz leichte Vorderachse. Sehr verdächtig wie in der Gewichtsaufteilung wieder. Kommt mir das vor? Spürig, es geht ganz leicht. Gewicht hinten. Egal, gell. Ja. Bis da der Gang rein geht. 3 Sekunden. Alter, ich stehe vor dem Gas, das passiert nichts. Das kann nicht richtig sein, das gibt's nicht. Wird doch keiner mehr einen DAF kaufen, oder? Kilometer noch bis Berchem zu unserer Tankstelle. So chill. Jetzt gehen wir nicht duschen. Waren wir eh gestern. Heute scheiß mal drauf. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Was meine ich, in die Staus kommen nach Deutschland? Na bitte, muss auch sein. Ich bin schon mal mit dem Krebs. Da hinten ist irgendwo so ein Zementwerk. Da habe ich dann abgesattelt, bin mit der Zugmaschine, habe versucht zu tanken, war nirgends was
hat nichts gegeben mit der Unterkarte. Okay, gib Gas. Jede Menge Power in der Cabrio. Auf zur Tanke! Richtung Luxemburg! Zweite Runde da. So wie wir gestern gekommen sind. Die Antenne hört mal vorbei beim Großen. So redet mein Arbeit hier nichts an mir. Das ist alles entlumpen. Alles in der Rutsch. Ist schon wieder hin, ja? Ja klar. Es geht genau 50 cm, dann ist es wieder hin.
Ja, ich habe dann nicht gebremst, ne? Hätte ich auch gemacht. Ich habe es gehört. Ich habe die Baustiesen auch gehört. Ich verstehe es nicht. So ein Scheißdreck, was das ist. Nur Rotz. Echt. Der darf hat nur Rotz. Sei mal nicht fest. So wichtig, dass du noch vor der Depp und Tag schon holst, das war echt wichtig, weißt du? Jetzt kann ich hinter dir nachher tun, für hinter der Vollidiot. Echt. Das ist ja wirklich Freitag, ist das nur auf und zurück. Das holt es nicht aus. Jetzt macht viel Pause da, oder? Das ist ein kleines Loch, nicht? Jetzt haben wir die erst da. Da gibt es hier einen Code, aber davor. Na, bitte, ich weiß schon. Noch ein bisschen Jockey und. Na klar, habe ich bei der richtigen angestellt. War so logisch. Jetzt am Ende. Haben wir jetzt heute am Ende. Ich stehe wohl bloß für sie mit den Kamulatschen da. Mit den Adiletten. Alter, dann kriegst du einen Aufweg. Was für ein Gesindel dabei. Das holt's nicht aus, oder? Sind wir her da? Was ist das? Das ist ein Rotz. Das ist ein Rotz, wenn ich ein Rotz habe. Links und rechts. Dann kommt man noch in die Links. Dann gehen wir da rein, wo Shopping. Na da, da war auch vollgedankt. 1,55. Kann man echt nicht meckern, gell? Jetzt muss man vor einem Parkplatz. Wenn möglich. Ja, da ist er her. Wir waren gleich in der Pole Position.
Ach so, das ist aber deppert, weil da können wir nicht weiterfahren. Gell? Die Pole Position ist ein wenig deppert. Lass mal da schauen. Ja, aber da steht ja mit Pkw am Ostenpark, was soll da mit deppert sein, dann die wieder. Ja. Da wird eh nichts haben, nicht? Ja. Gedankt. Klo gehen. Einkaufen gehen. Und jetzt fahren wir unser. Drehen wir wieder frisch um. Auf der verbotenen Straße. Aber zurück. Richtung Schengen. Die Woche habe die so schonend bin ich hingefahren. Schon. Ja, dann mal morgen mal holen oder so. Ja, das ist halt nur bei uns so, dass da keinen abgibt. Gell? Aber da sofort bremst, sofort rauslassen, PKW, alles ist gut. Richtig Angst vor der Geschwindigkeit. Ich glaube, das sind die Strophen richtig saftig. Eine Kollegin von Lorraine, Lorraine, wie heißt der? Den Stahl, der für die Arzeler führen, über den wir auch den Transport haben. Der hat gesagt, am Freitag mit Überlänge, also wenn er ausgezogen hat, sein Ding, muss er bis um 19 Uhr oben warten. Für zwei Nachmittag bis um 19 Uhr. Also wenn er bis um 2 nicht fertig ist da im Laden, kann er sich bis um 19 Uhr hinstellen und warten. Was für ein Kacke. Da geht was weiter bei der Baustelle. Die Brücke nach fertig da, die zweite Brücke, die Vorderbrücke. Die habe ich logisch gemacht. Ja, das läuft, ja. So geht Straßenbau, ja. Die Brücke da voraus, die ist die ganze Zeit rechts neben der Straße gelegen, haben sie da zusammengebaut. Und jetzt steht sie schon da. Ist schon montiert. Geht für die Eisenbahn, glaube ich. Die haben das ganze Teil darauf gebracht, auf die Suche dann. Ja, gescheite Kräne da gewesen sein. Cool, he? Das ist da rechts in der Wiese gelegen, haben sie jetzt zusammengebracht. Jetzt müssen wir da runterfahren. Um unseren Turm wieder herum. Da. Zwei Spuren nehmen. Jetzt haben wir so einen Scheiß. Wir müssen vorbeifahren.
Da gehe ich über die Sperre nicht gefahren. Was für ein Wahnsinniger. Ne? Was für ein Wahnsinniger. Da an den komischen Turm da. Die Spinnwiebel. Stadion vorbei. Am Luxemburger Stadion, Fußballstadion. Ja, prächtig, gell? Jetzt sind wir wieder auf Schiene, hä? So was. Wo siehst du schon wieder? Was für ein Notfall. Da fährt er sich steht, das hast du noch nicht gesehen. Das hast du noch nicht gesehen.
ja wohl gut. Thank you.
du langsam. Den Weg können wir es nicht überholen, es geht nicht anders. Du musst überholt werden. Und dann fahren sie vor mir her, dann brennt es. Pass auf. Die Region Karlsruhe.
Stunden noch bis Karlsruhe. Nicht drauf fahren, wir bleiben von hinten. Egal. Fortwerk vorbei. Jetzt gewesen wäre okay. Aber nein, Vierer, Zuger, Bremsen. Bloß nicht blinken lassen. Thank you.
Kraftwerke in Deutschland stehen still. Wir laufen in Frankreich auf Volltouren. Ja, es ist sicher billiger, seine Energie im Ausland zu kaufen, als selber zu produzieren. Das kennt sich da blöd aus, gell? Das ist voll Work. Witziges. Rammstein. Da fliegen die Transportmaschinen wieder im Kreis. Trainingsflüge. Wie muss das CO2 ja auch in den Himmel kommen? Die Besatzungsmacht wird sich nicht aufgeregt. Wegen Umweltschutz, ist klar. Fliegen immer im Kreis. Verbracht. Und die sind dann den ganzen Nachmittag geflogen, immer im Kreis. Wow. Rammstein. Wo die Drohnenkriege gesteuert werden. Perfekt. Runter ins Tal. Sausenheimer Höllenpfad. Weinbaugebiet Sausenheim. Lärmschutzwände, dass man nichts von der Kulturlandschaft sieht. Ah, Hauptsache man sieht ein großes goldenes M am Horizont. Das ist schon wichtiger.
weiter Richtung Mannheim. Naja, nach 2 Stunden ist es endlich einmal soweit, dass man sich ein bisschen dahin staut. Aus dem Autobahnkreuz. Also jetzt gerade, das war mal die volle Rennbahn da für Holland. Echt. Das war mal die Rennbahn in den Niederlanden. Und jetzt ist mehr Parkplatz. Wie überall auch. Der hätte mir früher mal gut gefallen. Das fährt noch schön. 3 Liter V6 unkaputtbar. Ich glaube 175 PS. Das ist ein billiges Imitat von Mercedes. Der hat Vollausstattung gehabt. Sitzheizung auf den Rückbänken etc. etc. Oh naja. Vor dem Mazda Xidos 9 gehabt. Das war so ein 6-Zylinder Japaner. Den war ich auch sehr zufrieden. Umhang gezogen damit. Den großen. Richtig zügig dahin gefahren. Getriebe, das Automatikgetriebe eingegangen. Da wollte ich immer so ein Kia Opirus. Hat da nicht gepasst, Gott sei Dank. Dafür möchte ich auch den ersten BMW eingetreten. 5 BMW später kauft man keinen BMW mehr. Katastrophe, Martin. Wo ist der vorne? Habe ich noch 5 Stunden zum Fahren, so fühle ich. Oder 6 sogar noch. Jetzt hätte ich das Wochenende in Sinsheim verbracht. Das wollte ich mir schon lange mal anschauen, das Technikmuseum in Sinsheim. Wieder zu früh dran hatte. Jetzt nehmen wir gleich ein Auto auf. Interessant. Und die deutschen Autohöfe. Zu teuer. Wahrscheinlich heute wieder in Geiselwind stranden werden.
das hat schon gerichtet. Gemüsefarmer in Italien. Da machen wir ein großes Spargelessen. Gute Idee. Drüber über den Rhein. Na Gott sei Dank sind wir endlich in Baden-Württemberg. Oh Gott. Das ist bescheuertste Bundesland. Nicht mit den Menschen, aber mit der Landesregierung. Furchtbar. Baden-Württemberg. Das Wetter ist heute perfekt, gell? Bei den Stadeln haben wir so richtig schön, sind wir richtig schön durchgefahren. Da kann man gar nicht als Stau zählen, siehst du? Wieder weiter Richtung Heilbronn. Dann fahren wir rüber nach Nürnberg und dann runter Richtung Österreich. Regensburg, Passau, Wels, Linz, St. Pölten, Vienna, dann in den Süden, Wiener-Neustadt, über den Wechsel drüber und dann links auf Oberwart. Oh, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Bin ich in der Türkei gelandet. Freitagsgebiet, ich habe angefangen am 5.
20 Minuten zu spät für den Mulzin. Schauen Sie mal auf der Rennstrecke in Hockenheim. Zum Technikmuseum. Sehr gut, jetzt fährt der mal runter. Ja, die sind schon schön langsam gefahren. Ja, schau, wie viel Abstand haben wir einmal gehabt. Im vielen Verkehr bleiben wir lieber hinten, oh mein Gott. Ich will nicht drauf fallen heute. Da vorne dann halb an. Wir gehen zum Zoos über Ruderboot.
rechts runter mit dem Platz oder war klar. Na, bitte gut. Und vor allem voll in die Eisen. Sind wir soweit. Der Gerda glaubt, er fährt über Heilbronn, weil die Baustelle ist vorbei. Jo. Viel Verdeckel. Bäb. Hurra! Jetzt stehen wir da wie in Baustellenzeiten, wieder vor Heilbronn. Jetzt muss ich das süße Glück da wegkommen, sonst esse ich das komplett zusammen. Das geht natürlich nicht. Ich habe brav nichts gegessen und dann nur Süßes. Was soll's, stau mal ein bisschen. Der nächste Energiespender. Schön abgedreht. Wie das ist nicht mehr normal, oder? In Frankreich drüben, da glüht der glüht die Atomkraftwerke, da bauen sie leider neue. Da haben sie alle abgedreht. Das ist wie in Norwegen mit den Elektroautos. Dass ihr ein Volk so verblöden lasst. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist wie neu. Und an denen ich vorbeifahre, da in der Slowakei und überall, die sind da alles kaputt da drauf, da sind alle die Farbeblätter runter. Und die sind voll in Betrieb. Ist klar, ne. Die Franzosen lachen sich aus. Bauen wir halt nur ein paar Atomkraftwerke. Es geht gut. Aber die stecken auch jede Menge in die Bildung. Die Woche geliefert in Paris, wieder für eine Schule. Für ein College. Also das ist einfach sagenhaft. Bei uns in Österreich sperren sie die Universitäten zu. Oh Mann, jo. In unserer Politik ist so, dass jeder halbwegs normal denkende Mensch das Zimmer besser macht. Jeder mit Hausverstand und Herz bringt es besser hin. Wie die Korrupten, von lauter Lobbyisten gesteuerten
mit irgendwelchen komischen Fantasien befördern. Politiker, was wir haben. Die Agenda gehört durchzogen und die Agenda gehört durchzogen. Das ist eigentlich für uns Politik, aber vergessen, gell? Ich bin schon wieder bei der Politik. Das ärgert mich so. Überall, wo ich hinkomme, auch in Luxemburg jetzt da, jetzt jeder beschwert sich. Aber die Brücke da ist schön geworden, schau. Leicht gewählt. Hoffen, auch da kann ich mehr hinfahren, weil Kohle brauchen sie auch keine mehr. Alles gut. Jetzt ist da keine Baustelle, starts wieder, aber da hat es gescheppert oder was, irgendwas ist da. Irgendwas hat's da. Gesehen, dass noch ein Platz frei ist. Das musst du ausnutzen, wer weiß, ob da noch einmal ein Platz kommt. Weil die Reste liegen waren jetzt ziemlich voll. Neu berechnen. Ja, geht schon gut. Ach, das wäre so super schön bestehen bleiben, aber. Sechse. Halbe vier weggefallen. Zwei am Ziel. Nix, wir fahren dann noch einmal 4 Stunden. Alles gut, machen wir mal Pause. 4 Stunden haben wir drauf. Schauen wir dann weiter. So, also, weiter geht die grüne, rote Fahrt. Die wilde Fahrt. Auf die nächsten 4,5 Stunden. PKW rausgefahren mit 50 und hat den LKW bremst. Na, super. Hat er gut gemacht, ja. Ich bleib extra am Pannenstreifen. Um Auffahrunfälle zu vermeiden, aber nein. Jeder wie er mag. V
4,5 Stunden, jetzt fahren wir noch 2,5 Stunden bis Nürnberg, naja, nicht einmal. Die wir in 4,5 Stunden haben. Kann mich nicht um alles kümmern. Jetzt fahren wir heute mal.